effiziente Nutzung von Windkraftanlagen kann bereits seit mehr als 100 Jahren beobachtet werden. Windkraftanlagen nutzen die Energie des Windes, um Elektrizität zu erzeugen. Dazu sind drei verstellbare Rotorblätter an die Rotornarbe angebracht. Die Rotornarbe wird durch die Rotorblätter, auf die der Windstrom wirkt, in Rotation versetzt. In der Gondel sind schützend alle nötigen Installationen untergebracht. Da Windgeschwindigkeit und Windrichtung oftmals variieren, besitzen viele Windkraftanlagen Messinstrumente, um diese beiden Größen effektiv messen und darauf reagieren zu können. Das sogenannte Anemometer misst die Windgeschwindigkeit. Die Windfahne erfasst die Windrichtung, sodass die Gondel in den Wind gedreht werden kann. Innerhalb der Gondel befinden sich alle nötigen Installationen, um eine Stromproduktion zu gewährleisten. In aller Regel wird ein Getriebe eingesetzt, das die geringe Rotationsgeschwindigkeit der Rotornarbe in eine höhere Drehgeschwindigkeit für den Generator umsetzt. In diesem Beispiel wurde ein Planetengetriebe verwendet. Das Hohlrad ist fixiert und bewegt sich nicht. Mittig befindet sich das drehbar gelagerte Sonnenrad, um das die Planetenräder montiert sind. Eine elektromagnetische Bremse findet Anwendung, wenn die Windgeschwindigkeit zu hoch ist. Sobald sich der Rotor der Windkraftanlage dreht, treiben die Planetenräder über eine Welle das Sonnenrad an. Das Sonnenrad wiederum lässt den Generatorläufer im Stator rotieren und es wird Strom erzeugt. Oftmals werden mehrere Windkraftanlagen zu einem sogenannten Windpark zusammengefasst. Dies erleichtert zum Beispiel die Einspeisungsabrechnung für den Betreiber des Windparks und die Wartungsarbeiten.